Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zu diesem schweren Thema. Das ist so, nicht? Das Thema ist nicht einfach. Und deswegen behaupte ich auch nicht, so vielleicht wie gestern Abend, dass man das bis zum Letzten so begründen kann, dass jeder heute Abend hier weggeht, dass jetzt habe ich endlich die goldene Antwort. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber ich möchte doch versuchen, mit Ihnen zusammen zu begreifen, warum es wohl so etwas gibt wie das Leid in der Welt. Und natürlich, als Christ bin ich immer verwiesen auf die Offenbarung Gottes. Wir haben gestern gesehen, dass es ganz wichtig ist, dass man sich irgendwo bindet in seinem Denken. Jeder bindet sich in seinem Denken, der Naturwissenschaftler genauso wie der Philosoph, der Soziologe genauso wie der Psychologe. Irgendwo haben wir unsere Denkquellen, unsere Denkprämissen, unsere Denkvoraussetzungen. Und als Christ habe ich eben die große Antwort aller Antworten in der Bibel gefunden. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man immer fair ist und sagt, woher hole ich eigentlich die tiefste Antwort meines Lebens? Die hole ich aus der Bibel. Ich möchte deswegen auch zunächst etwas lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 11. Da beendet der erste große Abschnitt, den der Apostel Paulus geschrieben hat, mit folgenden Worten. Römer 11, Vers 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte, oder manche übersetzen auch, seine Urteile, und unergründlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann aus dem Kapitel 9. Vers 21, einen kurzen Vers. Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Aus dem Buche Hiob. Aus dem 33. Kapitel. Da sagt der Elihu, Vers 13, warum hast du gegen ihn gehadert? Denn über all sein Tun gibt er keine Antwort. Doch in einer Weise redet Gott und in zweien, ohne dass man es beachtet. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt die Unterweisung, die er ihnen gibt, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und damit der Übermut vor dem Mann verberge, damit, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss. Vers 23, wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er, nämlich Gott, sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung oder ein Lösegeld gefunden. Dann aus dem 34. Kapitel. Denn seine Augen, Vers 21, sind auf die Wege des Menschen gerichtet und er sieht alle seine Schritte. Da ist keine Finsternis und kein Todesschatten, dass sich darin verbergen könnten, die Frevel tun.
Dann aus dem 36. Kapitel, Vers 22. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben? Und wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan? Dann Kapitel 38, Vers 1. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden. So will ich dich fragen, und du belehre mich. Und aus dem 42. Kapitel, Vers 2, ich weiß, dass du alles vermagst, sagt Hiob, kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verdunkelt ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden, ich will dich fragen, und du belehre mich. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Soweit zunächst die Bibeltexte. Viele kluge Menschen haben sich mit dem Thema, woher kommt das Leid, überhaupt das Böse in der Welt, befasst. Leibniz hat eine gewaltige Abhandlung darüber geschrieben. Der Philosoph Hegel hat intensiv darüber geschrieben. Kant hat sich damit auseinandergesetzt und viele andere mehr. Das letzte bekannte Buch, vielleicht Ihnen nicht bekannt, ist von dem Philosophieprofessor Mackey in seinem Buch Wunder des Theismus, der sich mit den Gottesbeweisen, gibt ja viele Gottesbeweise, nicht? Und Atheisten versuchen, die natürlich zu widerlegen, hat sich auch intensiv mit dieser Frage befasst. Woher kommt das Leid in der Welt? Ich spreche übrigens auch nicht theoretisch darüber, indem ich hier einfach nur so eine Theorie abhandle, sondern ich habe auch genügend Leid in meinem Leben erlebt, so dass ich aus der Praxis auch reden kann, obwohl ich jetzt nicht über meine Praxis sagen kann, aber ich habe den Tod meiner Verlobten auf dem Weg zur Verlobungsfeier verkraften müssen. 3 Monate später mein Vater. Vor 1,5 Jahren habe ich eine Diagnose gekriegt, die mich auch nicht sehr glücklich gemacht hat, aber der Herr hat bisher über diese Krankheit seine Hand gehalten. Also es ist nicht so, dass ich hier so theoretisch über etwas spreche, wo ich keine Ahnung von habe, sondern das ist schon auch eine praktische Sache. Und ich weiß, was das bedeutet, Leid, plötzliches Leid, schlimmes Leid zu erleben. Ich habe auch genug Beerdigungen schon gehalten und weiß von Kindern, von Jugendlichen, von Schülern und weiß, was es für Elend auf der Erde gibt. Es gibt Leid. Und man kann zu Recht sagen, ja, es wird behauptet, wie wir das gelesen haben aus Matthäus 19, Gott ist ein guter, ein gütiger Gott. Gott ist allmächtig und das Böse existiert. Und jemand hat mal Folgendes gesagt. Gott will doch, wenn er gütig ist, das Böse abschaffen. Und wenn er allmächtig ist, dann könnte er das Böse abschaffen. Da er es nicht abschafft, existiert er nicht. Oder? Gott kann das Böse abschaffen, er will es aber nicht. Die logische Konsequenz, dann ist er nicht gut. Denn das Böse widerspricht doch dem Guten, oder? Gott will und kann das Böse nicht abschaffen, das Leid nicht abschaffen. Dann ist die Frage, woher dann eigentlich das Böse?
Also man kann schon sich einige Fragen stellen, zu Recht. Man kann auch intensiver darüber nachdenken. Und das wollen wir versuchen, zunächst einmal zu tun. Meine erste Frage lautet, woher wissen wir eigentlich, dass es überhaupt etwas Böses gibt? Ja, das ist jetzt mal eine ganz besondere Frage, ja. Wer behauptet denn, dass man überhaupt sagen kann, dieses und jenes ist böse? Wenn man behauptet, dass es etwas Böses gibt, muss man ja einen Maßstab haben. Einfaches Beispiel, wenn ich sage, das ist ein Meter, dann ist das keine genaue Aussage, sondern dann kann ich höchstens sagen, das ist vom Stuhl aus gesehen ungefähr ein Meter. Ich müsste schon dieses Platinmaß aus Paris holen, was ja das Urmeter ist, ja. Und damit habe ich einen Maßstab, an dem ich alles messen kann. Also um überhaupt zu sagen, etwas ist böse, muss ich zumindest die Vorstellung haben von dem, was gut ist. Ich brauche also einen Vergleich. Und die Frage ist jetzt, gibt es so etwas wie das Gute überhaupt, was ewig ist? Und vielleicht das Böse, was auch ewig ist. Nun, meine These ist, ich behaupte, dass das Gute in jemandem ist, der ewig ist. Davon haben wir gerade eben diesen Satz gelesen. Einer ist gut, Gott. Und das Böse ist nicht ewig, sondern das Böse ist zeitlich. Man könnte es auch so sagen, das Böse ist ein Schmarotzer des Guten. Die Tatsache, dass wir Menschen die Vorstellung haben von dem, dass etwas gut ist und den Wunsch haben, dass das Gute siegt, zeigt eigentlich jedem Menschen, dass das Böse etwas ist, was eigentlich vernichtet werden sollte. Und die Tatsache, dass wir den Wunsch haben in uns, dass das Böse vernichtet wird und das Gute siegt, zeigt also, dass wir dem Guten mehr Gewicht geben als dem Bösen und was aus dem Bösen hervorkommt. Ein fauler Zahn kann nicht existieren, wenn es nicht einen Zahn gibt. Eine Ruine als Kölner Dom könnte nie existieren, wenn es nicht einen Kölner Dom gegeben hätte. Eine verwelkte Blume könnte nicht existieren, wenn es nicht eine Blume, die wunderschön gewesen ist, gegeben hätte. Das heißt, das, was negativ ist, das ist sozusagen etwas, was an das Gute herangekommen ist. Und damit kann man eigentlich deutlich sagen, das Gute war zuerst. Und das Böse wollte das Gute beeinflussen zum Negativen. Jetzt ist ja die Frage, wenn wir in dieser Welt sind und das Böse wahrnehmen, daraus hervorkommt Leid und Krankheit und Elend und Tod und Angst und all diese Dinge, ist dann eigentlich unsere Welt, in der wir leben, die beste aller Welten? Nein. Nun, wenn sie nicht die beste aller Welten ist, dann hast du doch gestern Abend gesagt, Herr Steinmeister, dass Gott A gut ist, und das hast du heute Abend auch gesagt, und dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist. Ja, da muss man fragen, welcher Welt? Dieser Welt? Ich habe früher Jugendfreizeiten gemacht und wir standen auf dem Le Diablerie 3300 Meter hoch und dann guckten wir uns so die ganze Gegend an und dann bestaunten wir die Berge und wie wunderbar doch Gottes Schöpfung ist, nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist schön, aber leider ist es nicht Gottes Schöpfung. Oh, wieso? Ja, da schau mal in die Berge hinein. Schlag mal das Gestein auf. Da siehst du Fossilien. Sprechen die Fossilien
von der Schönheit der Natur? Sprechen die Fossilien von der Herrlichkeit des Schöpfers? Oder sprechen sie von Tod und Leid und Elend? Und trotzdem nehmen wir noch etwas wahr aus der Schöpfung. Und das ist auch richtig so. Also in gewisser Hinsicht kann man das immer noch sagen. Bloß, was wir jetzt sehen, ist sozusagen der Schmarotzer einer guten Schöpfung, die aus den Händen eines guten und allmächtigen und allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfers hervorgegangen ist. Und wir sehen es immer noch, weil wir in uns diese Vorstellung von dem Wunderbaren haben, von der Herrlichkeit, von dem unerforschlichen und unermesslichen Reichtum eines herrlichen und absoluten Schöpfers. Deswegen haben wir hier so eine Stelle gelesen, dass dieser Schöpfer in Römer 11 gepriesen wird, dass er unerforschlich ist in seinen Urteilen und Gerichten und unergründlich in seinen Wegen. Dieses Wort unergründlich heißt eigentlich, kommt von dem Wort Spur, dass die Spuren, die er hinterlassen hat in der Schöpfung, dass diese nicht zu erforschen sind. Wir können teilweise die Spuren erforschen, aber sie verlaufen sich sozusagen in der Unendlichkeit. Unerforschlich. Wir können so vieles erforschen. Wir werden sogar in der Bibel aufgefordert, uns mit der Natur zu beschäftigen und sie zu erforschen. Ich glaube im Psalm 111. Aber letztlich können wir bis zum Ende das nicht erforschen. Ja, wenn jemand fragt, was ist denn eigentlich Elektromagnetismus? Man kann die Auswirkungen zeigen. Was ist überhaupt Magnetismus? Ja, man kann die Auswirkungen zeigen. Was ist das Licht? Ja, sagen manche, das ist ein Teilchen. Nein, sagen andere, das ist eine Welle. Ja, in der Physik spricht man von dem Dualismus des Lichtes. Also zwei Dinge, die sich völlig widersprechen. Das kann nicht zugleich Welle sein und zugleich Teilchen. Korpuskel, wie die Wissenschaftler das nennen. Und das ist das doch, je nachdem, welche Versuche man macht. Ein scheinbarer Widerspruch. Unerforschlich. Also, diese Welt, die wir jetzt wahrnehmen, ist die Welt, die eine Vorstufe einer wunderbaren Welt ist, die in der Zukunft ist. Jemand hat das mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, dass unsere Welt die Welt ist, die auf dem Weg zur bestmöglichen Welt ist. Warum eigentlich? Weil wir in unserer Welt so etwas wie Freiheit erleben, so etwas wie Liebe erleben, so etwas wie Schönheit erleben. Aber alle diese Begriffe, die sind beeinflusst durch das Negative, was wir wahrnehmen. Wenn wir an Schönheit denken und an Blumen, eine wunderbare Blumenpracht denken, fällt uns sofort ein, es gibt so etwas wie Verwelken. Wenn wir an Autos denken, die jetzt gerade vielleicht ganz neu gekauft worden sind, dann denken wir vielleicht automatisch, ja, das wird nach einigen Jahren, wird der Rost ansetzen. Und wenn wir an die Schönheit des Menschen und die Süßigkeit des kleinen Kindes denken, was geboren ist und jetzt heranwächst, dann wissen wir, auch dieses Kind wird irgendwann vielleicht krank oder sterben oder auch viele Sorgen den Eltern machen. Da gingen zwei zum Kölner Dom, zwei Männer. Das war direkt nach dem Krieg. Und dann sahen sie den Haufen Steine dort, der dort sondern im Kölner Dom war. Dann sagte der eine, dieser Steinhaufen hier zeigt doch, dass es eigentlich einen Kölner Dom nie gegeben hat. Und dann sagt der andere, dieser Steinhaufen, der hier liegt, ist ein Beweis dafür, dass es einen Kölner Dom gegeben hat. Verstehen Sie das? Die Ruine kann es nur geben, weil es einen Kölner Dom gegeben hat. Das Leid in der Welt und das Elend in der Welt kann es nur geben, weil es ursprünglich eine gute Welt gab. Zahnschmerzen kann es nur geben, weil es Zähne gibt. Verwelkte Blumen gibt, kann es nur geben, weil es wunderschöne Blumen gibt. Den Tod kann es nur geben, weil es Leben gibt. Und von Krankheit können wir nur sprechen,
weil es auch Gesundheit gibt. Und von Negativität können wir nur sprechen, weil wir so etwas wie was Positives kennen. Wir leben also immer in Begriffen von Widersprüchen. Und wie kommt es, dass es diese widersprüchliche Welt gibt, die von Unmoral und Dekadenz geprägt ist? Wir wollen uns einfach jetzt mal ganz praktisch einigen Dingen zuwenden. Einige Punkte möchte ich mal aufführen, um deutlich zu machen, dass viele, viele Fragen beantwortet werden können, einfach durch etwas Nachdenken. Leid, Zerstörung, Unglück gibt es deswegen, weil es erstens eine Folge der menschlichen Bosheit und Dummheit ist. Ich stehe an der Tankstelle und da kauft jemand ein paar Schachteln Zigaretten. Die Frau holt die Zigaretten, die Zigaretten liegen alle aufeinander. Ich habe es dann doch nicht gesagt. Dann stand überall drauf, der Tod ist im Topf. Nein, nicht der Tod im Topf, sondern irgendwas. Es kann tödlich sein. Und ich wollte spontan sagen, ich habe es nicht gesagt, schade eigentlich. Ich habe gesagt, entschuldigen Sie mal, wie dumm muss man eigentlich sein, wenn man gleich etwas inhaliert und da drauf steht schon, dass das unter Umständen deinen Tod bedeuten kann. Willentlich mit offenen Augen etwas zu inhalieren, etwas aufzunehmen, wo man weiß, das kann meinen Tod bedeuten. Ein Medizinalprofessor ging mit seinen Studenten in ein Krankenzimmer, wo einer mit schwerem Lungenkrebs lag. Und nachweislich war es bei diesem Mann so, es ist nicht immer so, dass man durch Rauchen Lungenkrebs kriegt, aber bei diesem Mann war es ganz deutlich, er hat es durch Rauchen bekommen. Dann hat der Professor den Studenten nochmal gesagt, auch schauen Sie sich das an, was der für ein Leid hier erlebt. Und die Studenten standen stumm dort und haben zugeguckt, wie der Professor zugehört, wie der Professor sich mit dem Kranken unterhielt. Dann gingen sie aus dem Krankenzimmer raus und sie waren kaum draußen. Da steckten sich zwei Studenten die Zigarette an. Dann hat der Professor die beiden angeguckt und hat gesagt, haben Sie nichts gelernt? Sie grinsten. Das ist die erste. Es gibt Dinge, die wir tun und wo wir einfach merken, das ist ganz klar, dass da entsprechende Folgen kommen werden. Wenn ich ein unseriöses Leben lebe, muss ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann mal krank werde. Woher kommen die vielen Allergien heute? Ja, aber ganz einfach, weil wir im Luxus leben wollen. Woher gibt es manche Krankheiten unter uns? Weil wir einfach unmoralisch leben. Also das ist das Erste. Da müssen wir nicht Gott die Schuld geben. Da müssen wir uns selbst die Schuld geben. Bei uns gab es mal damals im Studium eine große Demonstration der Studenten. Die wollten mehr BAföG haben. Ja? Und ich war eigentlich immer zufrieden mit meinem BAföG. Und dann gab es immer so, weiß ich, ob einige das von Ihnen kennen, dann stellten die vom AStA oder vom Allgemeinen Studentenausschuss, stellten die Wachen auf vor die Seminarräume. Da durfte man da nicht rein. Dann kam der Professor, oder damals hatte ich eine Professorin, die wollte in den Seminarraum und die ließen ihn nicht rein. Ich kam auch. Dann bin ich so hingegangen und habe gesagt, hör mal, Freunde, lass mal die Frau Professor Zilien rein. Und ich wollte da auch rein. Und da haben sich dagegen gewehrt. Dann kam ich mit ihnen in eine Diskussion. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich habe mal einen guten Vorschlag. Wir machen eine Demonstration und wir stellen auf und sagen, wir sind alles Egoisten und schuldig an der Misere in unserer Zeit. Das wäre doch mal eine ganz andere Sache. Da wurden die böse. Und da sage ich, hör mal, ihr habt doch genug Geld. Macht doch nicht so viel Unsinn, trinkt nicht so viel in den Studentenkneipen, dann habt ihr genug Geld. Nein, selbst schuldig sein, selbst vielleicht an dem Elend schuld sein und immer mehr Forderungen haben, die erfüllt werden müssen, aber niemals die Bereitschaft abzugeben, da müssen wir uns doch nicht wundern, wenn manches schief geht. Das Zweite ist, Leid, Zerstörung, Unglück kann auch als Folge des Gesetzes von Saat und Ernte sein. Es gibt ja nicht nur in dem Universum Naturgesetze, Naturkonstanten, sondern es gibt auch so etwas wie ein moralisches Gesetz im Universum. Das Gesetz heißt,
Saat und Erde. Garantiert ist es so, wenn Sie ein Weizenkorn säen, Sie werden keine Birnen ernten. Und wenn wir Äpfel säen, dann werden wir auch keine Birnen ernten. Sondern wenn wir Weizenkorn säen, werden wir ein Weizenhalm und Weizenkörner ernten. Und dieses Gesetz von Saat und Ernte zieht sich übrigens durch die ganze Bibel. Ich will Ihnen jetzt mal einen Satz vorlesen aus dem zweiten Buch Mose. Vielleicht kennen Sie den ganz gut, nämlich er steht in den 10 Geboten. Millionen von Menschen kennen die 10 Gebote, aber vielleicht das zweite Gebot zu wenig. 2. Mose, Kapitel 20, Vers 4. Da wird gesagt, du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel, was unten auf der Erde, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen, ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und an der vierten Generation derer, die mich hassen, und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Hier haben wir so etwas. Wir Väter, sagt die Bibel, werden die Weichen stellen für die kommenden Generationen. Unsere Politiker werden mit ihren jetzigen zurzeit von der EU verabschiedeten und von der UNO verabschiedeten und von den Parlamenten verabschiedeten Gender-Philosophie orientierten neuen Prinzipien über Ehe, Familie und Mann und Frau das ernten, was sie säen. Ein außerordentlich wichtiger Grundsatz. Gott bestraft nicht die Kinder für die Schuld der Väter, aber dadurch, dass wir immer mehr Lockerungen einführen in unserer Gesellschaft, werden wir irgendwann, nicht wir Älteren vielleicht, aber die folgende Generation das ernten. Ich habe mal Schülern Folgendes gesagt im Politikunterricht. In Nordrhein-Westfalen gibt es einen Artikel, das ist der Artikel 7 der Nordrhein-Westfälischen Verfassung, der lautet: Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Anleitung zum sozialen Handeln sind das höchste oder zuvörderste zu bildende Maß der Erziehung. Also Ehrfurcht vor Gott steht an erster Stelle. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr jetzt weiter zur Schule geht und jemand ist gottlos und ist Beamter sogar noch, dann müsst ihr euch mal melden und sagen, Artikel 7. Sie müssen Artikel 7 beherzigen. Ist das nicht interessant, dass unsere Väter des Grundgesetzes das noch hineingebracht haben? Also der Verfassung von Nordrhein-Westfalen, in manchen anderen, weiß nicht, wie das in Baden-Württemberg ist, aber ob das auch da drin steht. Ist das nicht interessant? Und jetzt haben wir das Gute geerntet. Dritte, vierte Generation und Güte auf Tausenden hin. Das heißt, noch haben wir den ganzen Segen dieses Grundgesetzes, weil die Grundgesetzgeber irgendwie noch eine bestimmte Gottesfurcht hatten. Und jetzt will man das alles rausschmeißen. Was meint ihr, was unsere Enkelkinder ernten werden? Das sagt Gottes Wort, das sagt die Bibel. Das versteht man unter diesem moralischen Gesetz von Saat und Ernte. Eine gottlose Generation, wo 16 Minister plus Bundeskanzlerin ihre Hände hoben und gesagt haben, alle zusammen, so wahr mir Gott helfe, und ganz bewusst gegen Gottes Gebote handeln, das wird eine Katastrophe geben. Und weil ich das voraussehe, habe ich unserer Familienministerin 5 Seiten geschrieben, also in Berlin, und habe ihr das alles geschrieben, wo sie vom Wort Gottes abweichen. Und habe geschrieben, dass es eine schlimme Ernte gibt. Und sie sollten zusehen, dass sie das ändern.
Ja, manchmal dürfen wir das doch machen, ja? Dass wir vielleicht mal persönlich, wenn Gott uns mal einen Auftrag gibt, mal das schreiben. Nicht darauf achten, wie man uns dann hinter ansieht. Oder ja, meine Frau sagte, du bist dann der Erste, der dann irgendwo ab ins Café 4 geht, also ins Gefängnis geht oder so, ja? Ja. Und das wäre mir sehr wichtig, dieser Vers in 2. Mose 20, der wiederholt wird in 2. Mose 34. Ich glaube nochmal im 5. Buch Mose auch. Also das Gesetz von Saat und Ernte. Was wir jetzt säen, werden wir ernten. Drittens, als Folge von gesellschaftlichen Fehlentwicklungen. Nun, das habe ich jetzt schon mitbetont. Gesellschaftliche Fehlentwicklung ist die Verabschiedung von Gesetzen, die niemals gut gehen werden auf Dauer, ganz eindeutig. Aber Leidzerstörung und Unglück gibt es auch aufgrund von Naturkatastrophen. Und manchmal stehen diese Naturkatastrophen in Verbindung mit Gottes verborgenem Handeln. Und damit komme ich zu einem Buch, von dem wir eben auch, oder aus dem wir eben auch gelesen haben, nämlich aus dem Buche Hiob. Ein Buch in der Bibel beschäftigt sich nämlich ganz intensiv mit dieser Frage. Dieser Hiob bekommt von Gott ein wunderbares Zeugnis. Aber als er seine Kinder so anschaute und sah, was die Kinder so machten, da hat er oft vor Gott gestanden und hat sich für die Kinder verwendet. Die haben so ihre Feiern, ihre Feten gehabt wahrscheinlich. Hat oft sich vor Gott verwendet. Und eines Tages passierte etwas Schlimmes. Da kamen nämlich die sogenannten Sabäer und die Chaldäer, das waren feindliche Mächte, und haben ein Chaos angerichtet bei den Kindern. Und eines Tages kam ein furchtbarer Wind, ein starker Sturm und zerstörte ihre Häuser. Und er verlor alle Kinder. Und er selbst wurde ganz schwer krank. Und dann sagte seine Frau, wenn das passiert, dann sage dich doch von Gott los. Und dann sieht man im 4. Kapitel dieses Buches Hiob, wie Hiob anfängt mit seinem Schicksal zu hadern. Und dann kommen drei Freunde, der Eliphas, der Zophar und der Bildad, kommen zu ihm, setzen sich hin. 7 Tage sitzen sie schweigend bei ihm. Und dann fangen sie an, mit Hiob eine Diskussion zu führen. Über das Problem, warum wohl jetzt Leid da ist. Und alle drei haben unterschiedliche Quellen der Erkenntnis. Vielleicht können wir das mal kurz aufschlagen. Kapitel 5 des Buches Hiob. Kapitel 4, da heißt es in Vers 12 von dem Eliphas, dem Temaniter, zu mir gelangte verstohlen ein Wort, mein Ohr vernahm ein Geflüster davon, in Gedanken die Nachtgesichter hervorriefen, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt. Und dann fängt er an, über so mystische Gedanken zu berichten. Er holte seine Erkenntnisse aus dem Verborgenen, vielleicht aus Träumen, aus irgendwelchen Nachtgesichten. Der zweite hatte auch eine Quelle in Kapitel 8, das ist nämlich der Bildad, und der sagt, befrage doch das vorige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Seine Quelle war die Tradition, was die Menschen immer so gesagt haben. Das ist ungefähr so, wenn wir über dieses Thema sprechen. Was haben Leibniz, was haben Kant, was hat Descartes, was hat Hegel, was haben all diese weisen Leute über diese Frage gesagt? Richte dein Ohr auf das, was die Alten gesagt haben, was die Weisen dieser Welt gesagt haben. Und der nächste, in Kapitel 11, der sagt, aber möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich öffnen und dir kundtun die Geheimnisse der Weisheit. Vers 5. Und dann heißt es, dann müsstest du erkennen, dass Gott dir viel von deiner Ungerechtigkeit übersieht. Der sagt, Hiob, du hast gesündigt, du hast Böses getan, deswegen hat dich das ganze Leid getroffen. Das war der Moralist.
Also den Mystiker, den Traditionalisten und den Moralisten haben wir hier. Aber wir können heute sagen, es gibt noch eine andere Welt als die sichtbare Welt. Und das bedenken wir in unserer Postmoderne und auch in der Moderne nicht, in dem Denken der Neuzeit. Es gibt noch eine himmlische Welt, eine unsichtbare Welt. Und wenn wir heute die Bibel lesen, das Buch Hiob lesen, dann sehen wir, dass da etwas in der Himmelswelt sich abgespielt hat, was die Ursache dafür war, dass hier auf der Erde etwas geschah. Da heißt es nämlich, dass Satan, den es übrigens gibt, der Teufel sich vor Gott stellt und sagt, du, der Hiob, der scheint ja so vollkommen zu sein, du hast ihn ja eingezäunt, also da kommt ja keiner ran, ist ja ein Supermann. Den möchte ich jetzt mal versuchen. Mal sehen, ob er noch fest bleibt im Glauben an dich. Und dann hat Gott etwas getan, was für uns Menschen schwer zu verstehen ist. Aber wo er mit ein göttliches Ziel hatte. Und deswegen sind seine Wege unerforschlich. Und dann sagt er, du kannst ja alles mal anfassen, was er hat. Nur ihn selbst. Nur ihn selbst musst du leben lassen. Das heißt, Gott tut das, was jeder Erzieher macht, wenn er jemanden, wenn er seine eigenen Kinder in der rechten Weise erziehen will. Er nimmt nämlich schon mal das pädagogische Mittel der langen Leine. Und benutzt jetzt eine böse Macht, um Hiob zu versuchen. Auch das ist möglich. Auch das kann Gott. Ja, in der Tat. Gottes Wege sind unerforschliche Wege. Wir können sein Tun nicht verstehen. Deswegen heißt es am Ende des Buches Hiob, dass wir manchmal durch unsere vermeintlichen Erkenntnisse Gottes Tun verdunkeln. Wer bist du, der du den Rat Gottes verdunkelst mit Worten ohne Erkenntnis? Du bist doch ein begrenztes Wesen, ein Wesen, was völlig abhängig ist. Gott ist doch unumschränkt, Gott ist doch allmächtig, er kann doch letztlich tun, was er will. Genauso wie ein Töpfer mit seinem Ton tun kann, was er will. Wir haben doch kein Recht, Gott Vorschriften zu machen. Und in diesem Buch wird gezeigt, dass Gott etwas tut, was wir Menschen nicht verstehen und doch zu einem guten Ziel kommen. Nämlich das Prinzip, dass Gott Umstände benutzt, um den Hiob später ganz besonders zu segnen. Das wird nämlich das Ende sein. Er wird ein außergewöhnlich gesegneter Mann. Das war im Alten Testament, das war für die Erde bestimmt. Und im Neuen Testament ist etwas anderes. Diejenigen, die diesem lebendigen Gott vertrauen, werden auch unfassbar gesegnet, jetzt schon in ihrem Herzen auf dieser Erde und einmal in der Herrlichkeit in einer unfassbaren Glückseligkeit. Aber in dieser Zeit haben wir es nicht nur mit Naturkatastrophen zu tun, nicht nur mit menschlichen Feinden zu tun, sondern wir haben es auch mit einem unsichtbaren Feind zu tun. Und weil oft Menschen diese unsichtbare Macht in ihrem Denken oder aus ihrem Denken ausgrenzen, Satan, deswegen verstehen sie viele Dinge nicht. Aber wenn sie sich eingestehen würden, dass es so etwas gibt wie eine unsichtbare böse Macht, die Gott benutzen kann, wenn er will, aber immer in Abhängigkeit von dem lebendigen Gott, dann würden wir viel vorsichtiger leben. Viel vorsichtiger. Und das lehrt uns hier das Buch Hiob. Gott ist erhaben in seiner Erkenntnis und in seinen Wegen. Über all sein Tun, heißt es an einer Stelle, gibt er keine Antwort. Wenn wir jetzt die Geschichte Hiobs lesen, dann wissen wir, dass alles letztlich für Hiob zum Segen gewesen ist. Ich habe vielleicht haben Sie es gemerkt, hier eine Geburtsdrucklähmung am rechten Arm. Und als Kind hatte ich gewaltige Probleme damit. Könnt ihr euch ja vorstellen, als ich so ein Junge war wie du, konnte ich bestimmte Sportarten nicht mitmachen. Dann wurde ich älter, so, 6. Klasse, 7. Klasse. Dann musste ich dann manchmal auf der Bank sitzen, wenn die dann in Seilen hochkletterten oder Rektoren oder Barrentouren gemacht haben. Und alle guckten so, ne? Steinmeister, Andreas.
Steini wurde ich da immer genannt, der sitzt auf der Bank, der kann das nicht. Boah, ich war... Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Da habe ich gedacht, so, jetzt fange ich an. Und da habe ich Kampfsport angefangen. Und habe wie ein Verrückter Kampfsport geübt. Judo, Karate, Jiu-Jitsu, Aikido. Habe mich sogar bis zum Sportreferenten der Schule vorgearbeitet. Ich war besessen davon. Meine Eltern waren überzeugte Christen. Und sie waren sehr froh, weil es mit meinem Arm bergauf ging. Der wurde besser, ja. Ich habe ja ganz viel geübt damit. War überhaupt nicht so wie heute. Der war viel stärker. Die Ursache waren die Minderwertigkeitskomplexe, die ich hatte. Die wollte ich, wie sagt man in der Psychologie, kompensieren, ausgleichen. Durch mein Verhalten. Und meine Eltern, die erst kritisch waren, weil sie sahen, dass der ist geradezu besessen von Kampfsport, haben das aber machen lassen, weil sie sahen, mit dem Arm wird es besser. Und dann war ich zu so einer Meisterschaft und ich weiß noch, da war so ein kleiner Braungurt und der hat so einen Siwinage, ja, also das ist ein Schulterwurf, angesetzt. Und dann flog ich über die Schulter von dem und konnte mich nicht richtig abschlagen, wie man das machen muss beim Judo. Ja. Und da habe ich mir furchtbar wehgetan, kam nach Hause und hatte Schmerzen. Und da haben meine Eltern gesagt, Schluss. Und ich war sauer. Ein oder zwei Jahre später habe ich mich ganz entschieden bekehrt zu Jesus Christus. Und dann ist mir nach kurzer Zeit klar geworden, warum ich das hier habe. Da ist mir klar geworden, wenn ich, oder warum meine Eltern auch so konsequent waren, ja, wenn ich nicht diesen Schmerz erlebt hätte, als ich so geworfen wurde, und meine Eltern nicht konsequent gesagt hätten, Schluss jetzt, dann wäre ich irgendwann sonntags weg gewesen, hätte ich mein eigenes Leben geführt. Das war ein Schmerz für mich, das Hinfallen. Es war ein Schmerz für mich, dass meine Eltern ein Gebot gegeben haben. Und heute kann ich fast täglich dafür danken, dass ich diesen Arm habe. Es war gut, was meine Eltern gesagt haben. Es ist gut, was Gott uns an weisen Geboten gegeben hat. Oder haben Sie tatsächlich den Eindruck, dass ein einziges von den 10 Geboten ein negatives Gebot ist? Haben Sie sich schon mal damit beschäftigt, woher eigentlich in der westlichen Welt die Gesetze kommen, die so gut waren? Die bauen auf diesen Prinzipien Gottes, den 10 Geboten. Haben Sie sich mal überlegt, vielleicht haben Sie sich nie damit beschäftigt, ist auch gut so, mit Kants Kritik der praktischen Vernunft, wo er den kategorischen Imperativ nennt. Wisst ihr, wo er den hat? Wollen wir mal lesen, den kategorischen Imperativ aus der Bibel. Matthäus Kapitel 7. Matthäus Kapitel 7, Vers 12. Alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Er hat das ein bisschen anders formuliert, aber letztlich ist das der kategorische Imperativ. Und dieses Prinzip, was hier steht, alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Das ist doch ein Satz, ja, der voller Weisheit ist. Bloß wir können das nicht so, ne? Wir können das nicht so. Weil uns, da haben wir gestern drüber nachgedacht, weil in uns eine Kraft ist, die Bibel Sünde nennt, die dagegen steuert. Das ist das große Problem. Übrigens, Gott hat noch etwas gegeben, damit Leid und Elend auch verhindert wird. Haben wir eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass Gott die Ehe gegeben hat? Im Paradies. Um zu zeigen auf dieser Erde, was Liebe bedeutet. Zweitens, dass er die Familie gegeben hat, übrigens im Paradies, auch wenn noch Kain und Abel nicht gelebt haben. Aber da steht ja, dass der Mann Vater und Mutter verlassen wird. Das heißt, der Vater- und Mutterbegriff kommt aus der Bibel. Das ist, dass Kinder Geborgenheit erleben dürfen. Deswegen gibt es Familie.
haben wir schon gedankt dafür, dass es überhaupt einen Staat gibt. Gott hat den Staat eingesetzt. Römer 13, 1. Petrus 2, Titus 3, angefangen in 1. Mose Kapitel 9, 8 und 9. Die Regierung hat er gegeben, damit nicht das Chaos und die Anarchie existiert. Das könnt ihr euch doch vorstellen, dass Anarchie eine Katastrophe ist. Guckt mal hin nach Syrien, wo jeder bald jeden bekämpft. Wir können doch dankbar sein. Und was machen wir? Wir organisieren einen arabischen Frühling. Wisst ihr, was das war? Nicht ein arabischer Frühling, das war ein arabischer Herbst. Und jetzt haben wir langsam den Winter. Weil wir glauben, dass die Demokratie die beste Staatsform ist. Sie ist auch tatsächlich die beste aller schlechten Staatsformen, wenn wir von der Theokratie absehen. Aber nur, wenn die Leute vernünftig sind und gottesfürchtig sind. Und wir können diesen arabischen Staaten unsere Demokratievorstellung nicht einpflanzen. Nee, nee. Wenn unsere Politiker das mal erleben, wissen würden, dann wäre es auch gut. Also Gott hat die Regierung gegeben. Und was ist heute üblich? Sich gegen die Regierung aufzulehnen. Was fördert man in den Schulen? Sich gegen die Eltern aufzulehnen. Was fördert man in den Schulen? Sich gegen Ehe aufzulehnen. Gott hat Mann und Frau gegeben. Was wird heute durch die Genderphilosophie gefördert? Dass Mann und Frau gar nicht existieren, sondern dass es nur Konstrukte einer bestimmten Sozialisation sind. Und dann wundern wir uns, dass alles im Bach runtergeht. Dann schimpfen wir, wie viel Leid da ist und was Gott alles zulässt. Nein, wir sind schuldig. Du und ich, wir Menschen. Nicht Gott. Gott bleibt gut. Deswegen hat er Gebote gegeben. Genauso wie meine Eltern mir gesagt haben, du hörst auf. Und ich hatte noch Gehorsam gelernt. Deswegen habe ich aufgehört. Und im Nachhinein sage ich, Herr Jesus Christus, danke für meine Eltern. Hast du auch schon mal so ein Problem gehabt, liebes Kind, dass deine Eltern dir Dinge sagen, die dir nicht passen und du rebellierst dagegen? Fang mal an, dafür zu danken, dass du Eltern hast, die dir schon mal sagen, was falsch und richtig ist. Also, Gott ist ein guter Gott. Das heißt nicht, dass wir manches fragen. Warum lässt du das zu, diese plötzliche Krankheit? Warum lässt du das zu, dass das Kind plötzlich stirbt? Warum lässt du es zu, dass mein Ehegatte plötzlich sehr krank wird? Aber wir können immer wieder daran denken, dass es viel, viel schlimmere Dinge gibt und wo Menschen viel vorbildlicher sich verhalten haben. Kennt ihr den Pastor Bodel Schwink aus Bethel, der die Bethelschen Anstalten angefangen hat? Dieser Pastor Bodel Schwink hat innerhalb von 6 Wochen 4 Kinder verloren. Und dann ist seine Frau, hat sofort graue Haare bekommen. Und als er dem letzten Grabstand seines 4. Kindes, da hat er gesagt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und dieser gleiche Mann hat dann die Bethelschen Anstalten gegründet. Und er hat gesagt, ich habe viel, viel mehr Kinder, als der Herr sie mir genommen hat. Und als Hitler seine Leute schickte, die Gestapo schickte mit dicken Autos, um die ganzen Kranken aus den Anstalten rauszuholen, da war dieser Mensch durch sein Leid so geprägt worden, dass er furchtlos war und hat sich vor die Schranke des Eingangs gestellt und hat der Gestapo gesagt, wenn Sie hier reinfahren, müssen Sie über mich drüber fahren. Dann will ich für diese meine Kranken sterben. Und ich werde sofort in der Herrlichkeit bei meinem Herrn sein. Und viele aus der Bevölkerung in Bielefeld, Bethel, standen dort und haben zugeguckt. Und dann haben die sich dagegen gewehrt, dass die Gestapo da reinfährt. Und dann kam der Befehl, dass sie abziehen mussten. Und Bethel ist bestehen geblieben. Wenn Gott Leid zulässt, hat er immer eine Botschaft der Liebe. Das ist eben, was ein ungläubiger Mensch, ein Atheist, nicht verstehen kann. Deswegen schreiben sie dicke Bücher, sie können es nicht verstehen. Und sagen dann, wie ist das möglich, dass ein Mensch so stehen bleibt, so gerade bleibt, nicht Gott die Schuld gibt, nicht verzweifelt, wie ist das möglich?
Weil die Quelle eines Christen das Gebet ist. Weil er im Gebet seine Sorgen und sein ganzes Problem abgeben kann. Und er hat das gelernt, weil er schon sehr früh in seinem Leben, vielleicht sehr früh, vielleicht auch spät, ganz andere Dinge abgegeben hat. Nämlich das, was ihn verhinderte, diesen Gott als Vater kennenzulernen, diesen Gott als guten Gott kennenzulernen, diesen Gott als Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes kennenzulernen. Bei seiner Bekehrung. Das ist das Wunderbare. Und das ist die tiefste Antwort. Wie kann Paulus, der so viel Elend erlebt hat, der schreibt in 2. Korinther 12, dass er geschlagen wurde mit Fäusten durch einen Engel Satans, schreibt er dort. Obwohl er so viel reiste und so viel erlebt hat, unter Räubern war, schreibt er an einer Stelle, hat alles Mögliche an Leid und Elend erlebt. Der schreibt solche Verse wie in Römer 11, wie wir am Anfang gelesen haben. Warum konnte er das? Weil er auf dem Wege nach Damaskus einem Licht begegnete, das ihn niedergeworfen hat. Da sah er am Himmel ein Licht und dann sprach, kam eine Stimme und die sagte zu ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin der Jesus, dem du nicht nachfolgen willst. Ich bin der Jesus meiner Kinder, meiner Jünger, die du verfolgst. Ich bin das Haupt, das sind meine Glieder. Versteh es doch endlich, Saulus. Oder wie immer du heißt, Paula oder Friedrich oder wie auch immer. Und dann wurde sein ganzes Leben Licht. Sein ganzes Denken wurde anders. Seine Fragen wurden ganz anders beantwortet. Das ist das Wunderbare. Wenn wir in das Licht Gottes kommen, des lebendigen Gottes, dann erleben wir nicht nur Licht, dann erleben wir auch die Wärme Gottes. Deswegen wird Gott ja auch und der Herr Jesus Christus verglichen mit der Sonne in der Bibel, ja, in Malachi 4 zum Beispiel. Licht, die Sonne, ich finde es immer so wunderbar, ja, wenn ich morgens aus der Tür gehe bei uns, jetzt die letzten Tage war immer so schönes Wetter, dann geht die Sonne gerade auf. Und dann denke ich manchmal, boah, ist das herrlich. Ist das wunderbar. Die Sonne geht auf. Und sofort wird es warm. Aber es wird auch hell. Auf einmal sehe ich alles klar. Was vorher noch dunkel war, das sehe ich jetzt klar. So ist Gott auch. Wenn wir in sein Licht kommen und unsere Schuld und Sünde vor Gott aufrichtig bekennen, dann zeigt er uns das Kreuz von Golgatha und sagt uns, soll ich dir mal sagen, was ich für ein Leid erduldet habe vor 2000 Jahren? Was ich erlebt habe, da hing mein Sohn, der Schöpfer des Universums, von so jämmerlichen, schmutzigen, dreckigen Händen ans Kreuz genagelt, mit rostigen Nägeln festgehalten, der Tote auferweckt hat und Kranke geheilt hat. Und dann hat man ihm zugeschrieben, steige herab vom Kreuz, wir wollen an dich glauben. Und er hat seine Macht nicht gebraucht, sondern eben diese Macht verborgen. Und hat gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein Leid, sein Elend und schließlich sein Verlassensein von dem heiligen Gott, von dem der Prophet Jesaja sagt, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Dieses Leid, was Jesus in diesen 3 Stunden mitgemacht hat, das ist die Quelle für deine Heilung an Geist und Seele und Leib. Willst du diesen Jesus nicht annehmen? Da habe ich meine Wärme gezeigt. Wenn ich dir deine Sünden zeige, zeige ich dir das Kreuz, wo meine Wärme gesehen wird, wo die Sonne aller Herrlichkeit hing, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieser Heiland, der hat Leid erlebt. Deswegen weiß Gott, was Leid ist. Und vielleicht gibt es in Ihrem Leben auch Dinge, die Sie nicht verstehen. So wie ich auch über Dinge nachdenke, die ich nie verstehe. Aber Gott hat eine Antwort. Und wenn Sie ins Gebet gehen, dann kriegen Sie Antworten. Und wenn Sie die Bibel lesen. Deswegen Christen sind Bibelleser. Fangen Sie an, in der Bibel zu lesen. Lesen Sie, was Gott sagt. Und dann werden sie plötzlich Antworten haben auf Fragen, die sie vielleicht zermürbt haben. Antworten von dem Gott,
der Liebe und Licht ist. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Die Frage nach dem Leid ist beantwortet durch das Kreuz von Golgatha. Dort hat der unendlich ewige Gott gelitten durch uns Menschen, weil wir Sünder sind. Und sein Sohn wurde gerichtet, damit Sünder Gottes Kinder werden können. Ist das nicht gewaltig? Das ist doch gewaltig. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Vielleicht haben Sie noch Fragen, können sich gerne an mich oder auch an jemand anders wenden, wollen gerne bereit sein, auch über dieses Thema noch nachzudenken und zu sprechen. Aber gehen Sie doch einfach mal zu diesem Herrn hin. Ob Sie sitzen oder nach Hause gehen, im Dunkeln oder zu Hause oder wo auch immer. Er wartet auf Sie. Er hat Sie lieb und möchte Ihnen die großen Antworten beantworten, die großen Fragen beantworten.